Die Halle 21 auf der ITB ist die Halle für das westliche, östliche und zentrale Afrika. Und einer der großen Stände hier ist wie immer der von Äthiopien. Äthiopien gehört zu dem Teil Afrikas, der die Wiege der Menschheit ist. Man hat dort das Skelett von der sogenannten Lucy gefunden, eine unserer frühen Vorfahren, so vor ungefähr 3 Millionen Jahren. Eine Kopie dieses Skeletts kann man im Nationalmuseum von Addis Abeba, der Hauptstadt, auch betrachten. Das Original liegt da in kontrollierten Bedingungen. Und jetzt habe ich hier neben mir Professor Yeshala Meheret. Er ist der stellvertretende Generaldirektor der äthiopischen Tourismusorganisation. Professor, from your point of view, what are the main reasons why should people come to Ethiopia? Thank you very much. Ethiopia, most of the world perceives as a cultural destination. But Ethiopia is too for natural resource, and most of the time Ethiopia is very unique on its cultural resources. We have a special castles, a special megalithic churches in Ethiopia. So most of the time we invite the rest of the world to visit Ethiopia as a land of origins. We are the cradle of human beings. We are the birthplace of coffee. We are our own alphabets, our own calendars. So most of the time, Ethiopia invites the world, those who most likes the cultural heritages. Äthiopien ist ein Land, das in vielerlei Hinsicht sehr viele Ursprünge in sich birgt. Also ich habe schon erwähnt, Äthiopien ist mit die Wiege der Menschheit. Äthiopien ist das zweitälteste christliche Land der Erde nach Armenien. Es gibt viele berühmte Kirchen in Äthiopien, zum Beispiel die berühmten Felsenklöster von Lalibela, die in den Felsen hineingehauen worden sind. Es gibt ganz viele andere historische Gebäude, die man betrachten kann. Äthiopien ist eines der ganz wenigen, wenn nicht überhaupt das einzige afrikanische Land, das seine eigene Schriftsprache hervorgebracht hat. Aber natürlich kommt man heute auch mit Englisch durch. Und es war eben das einzige afrikanische Land, das nie kolonisiert worden ist, das sich allen Versuchen widersetzen konnte. Macht das etwas Besonderes aus oder gibt das dem Land auch einen besonderen Charakter? Does it also give the country a special character that you were the only country in Africa that could resist all attempts to colonize it? Yes, Ethiopia is the only country that resisted the colonies. Actually, that's why Ethiopia has a unique culture still. Not only from the rest of the world, even within Africa, Ethiopia has a unique cultural and historical attractions because of its resistance from colonialism. It's the only free country that has not been colonized yet. Also das hat dem Land natürlich nochmal ganz eigene Reize gegeben und auch den Menschen ein ganz besonderes Selbstbewusstsein. Aufgrund dieser Tatsache, dass Äthiopien das einzige Land war, das nie kolonisiert werden konnte, ist es ja auch zum Hauptquartier der Afrikanischen Union auserkoren worden. Und ich glaube, das gibt auch Addis Abeba, der Hauptstadt, ein ganz besonderes Gepräge. Addis is not only the capital of Ethiopia, but is actually the capital of Africa, yeah, because it's the headquarters of the African Union. Sure. So, what kind of influence has that on the city itself? I think it makes it a very international city. Yeah, yeah. Addis Ababa is an international city. It's a seat for African Union, a seat for different
So I think UN embassies. Economic Commission Economic Commissioners, different embassies, different international organizations are sitting in Ethiopia, specifically in Addis Ababa. So Addis Ababa is the best place for conference tourists and the so-called business travelers. So it's the hub of Africa. Ja. Also es ist wirklich ein Verkehrsknotenpunkt Afrikas, auch dadurch, dass eben diese vielen afrikanischen Vertretungen über die Afrikanische Union in Addis Abeba sind. Man kann das hier auch ein bisschen sehen. In jedem äthiopischen Restaurant gibt es eine Frau, die dort sitzt und die zuständig ist für die Kaffeezeremonie, denn der Kaffee stammt aus Äthiopien, aus der äthiopischen Provinz Kaffa. Wie wichtig ist diese Kaffeekultur für dieses Land? I saw that Addis that actually in every restaurant you have a lady sitting somewhere doing the coffee ceremony. Yeah. How important is this coffee culture for Ethiopia? Yeah, actually coffee is a gift from Ethiopia to the world. So we have a different coffee ceremony. So when you go in Ethiopia and visit each house, each nation, you'll get the coffee ceremony what you are delivering here. So coffee has a special place in Ethiopia. Hurts in Ethiopian day-to-day activity, so at least per day in one house you may get 2-3 times coffee ceremony. So coffee is a culture for Ethiopia, not only being a birthplace of coffee, but even the coffee ceremony, the coffee culture is from Ethiopia. So we are promoting this coffee ceremony to the rest of the world. At the same time, we are also exporting coffee for Europe, for America, and for the other world. So we are the birthplace of coffee, especially forest coffee arabica is originated from Ethiopia. That's why we said always Ethiopia, land of origin. The one thing is coffee, the other is we are the cradle of human beings, the ancestors, fossils were discovered in Ethiopia, Lucy, Salam, Ardi. So we believe that, we Ethiopians believe that all human beings are originated from Ethiopia. So we are really the birthplace of Ethiopia. Äthiopien ist eben nicht nur der Ursprungsort der Menschheit oder einer der Ursprungsorte der Menschheit, sondern eben auch das Ursprungsland des Kaffees und auch die Kaffeezubereitung. Das alles ist in Äthiopien entwickelt worden, das Rösten. Und in jedem Restaurant, in jeder Familie spielt die Kaffeezeremonie eine ganz besondere Rolle. Und es ist also wirklich, wie die Japaner ihre Teezeremonie haben, haben die Äthiopier ihre Kaffeezeremonie und sie sehen sich deshalb auch als Kaffeebotschafter für den Rest der Welt. Wenn man nach Äthiopien fliegen will, kann man natürlich mit vielen internationalen Fluglinien nach Äthiopien fliegen. Aber natürlich, es gibt die einheimische Fluglinie Ethiopian Airlines, die eine ganz besondere Rolle in Afrika spielt. Man kann von Addis Abeba aus eigentlich so ziemlich alle Teile Afrikas erreichen. Of course, you can fly to Ethiopia with many airlines, but when you fly with Ethiopian Airlines, you can actually from Addis, you can get to almost every place in Africa. Yeah, thank you very much. We are always proud of having Ethiopian Airline. Ethiopian Airline always not connecting Ethiopia to the other world, but Ethiopian Airline connects the rest of Africa with the rest of the world. So we are very proud of having this airline. And nowadays, Ethiopian Airlines travels more than 100 destinations in the world. So we are using this opportunity to promote Ethiopia for the rest of the world. So this is really a good weapon for Ethiopian tourism.
to promote Ethiopia's good image and to invite more tourists to Ethiopia and even sailing Africa as a single destination. Ethiopian Airlines ist über 70 Jahre alt, ist eine der ganz, ganz großen afrikanischen Airlines und eben man kann über das Drehkreuz Addis an viele Orte in ganz Afrika, in der ganzen Welt fliegen. Es gibt 100 Destinationen, die Ethiopian Airlines anfliegt. Und ich war vor 2 Jahren in Addis und habe gesehen, da wurde am Flughafen noch sehr viel gebaut. Ist der Flughafen inzwischen fertig? I was in Addis 2 years ago and I saw that there were extensive construction works going on at the airport. Is the airport ready or is it finished now? Yeah, actually the railway, the road and everything in Addis and the parts of Ethiopia is under construction. Yeah. But the airport, is it finished now or are they still working on it? Yeah, of course, it's on the way to finish the airport. Just it's an extension for Bole International Airport. And even wherever you go in Ethiopia, you see constructions everywhere. That means Ethiopia is in a good way to transform. And actually, it's one of the few countries that achieves double-digit growth in Africa or in the world, I can say. So Ethiopia is achieving a good growth nowadays. In Äthiopien wird nach wie vor sehr viel gebaut. Der Flughafen ist fast fertig, also die Erweiterungen des Flughafens sind fast fertig. Es werden ganz viele Straßen gebaut. Äthiopien hat seit Jahren zweistellige Wachstumsraten beim Wirtschaftswachstum und insofern ist der stellvertretende Generaldirektor des Tourismusverbands von Äthiopien sehr optimistisch, dass das auch in Zukunft so weitergeht. Thank you very much. Thank you.